das überlegen, was war denn letzte Tour? War das noch Grönemeyer eigentlich so wirklich? Oder halt selber noch meine Auftritte halt mit Dieter Thomas Kuhn und Band? Also das war, die letzte Tour war dann eigentlich ja, glaube ich, wirklich Grönemeyer dann danach. Die Fantas waren dann ja schon, waren ja komplett abgesagt worden letztes Jahr. Und das war eigentlich ja, Herbert Grönemeyer, die große Tournee. Das war eigentlich so die letzte, die da lief. Und dann auch selber halt noch ein paar Konzerte gespielt, eben als Saxophonist von Dieter Thomas Kuhn. Aber ansonsten war tourneemäßig dann bei mir nicht mehr so viel gebacken. Hab ja noch so ein paar andere Baustellen, die ich so nebenher betreue. Also nicht nur auf Tour. Hab ja hier in München ja auch zum Glück noch den EHC Red Bull München, wo ich die Festinstallation betreue. Und da war natürlich da noch ein paar Sachen zu tun. Aber bis da halt natürlich dann auch, die Saison wurde auch abgebrochen dann. War zwar auf einem guten Weg zur Meisterschaft, war Tabellenführer und alles mögliche, also kurz vor den Playoffs, und da war dann da auch letztes Jahr dann ja dann im Frühjahr dann auch alles vorbei. Ja, wie soll man sagen, da stand man irgendwie mal komisch, ganz komisch da. Also so ein Moment, den man eigentlich ja auch nie erwartet hatte. Ich weiß noch, ich war mit meiner Frau noch Anfang Februar hier noch bei I Prevail in der Tonhalle auf dem Konzert. Und das war, glaube ich, an einem Freitag oder am Samstag. Und da war klar, ab Montag ist zu. Also das war eine ganz crazy Stimmung, die dann noch so da war bei den Leuten. Ging auch extremst gut ab. Die Band hat es abgefeiert bis zum geht nicht mehr. Also es war eine Hammershow. Eine ganz crazy Energie, weil jeder irgendwie klar war, das wird es jetzt erstmal gerade gewesen sein. Die einzelnen anderen Bundesländer waren schon abgesagt oder die Großveranstaltungen waren schon abgesagt. Es wurde immer weiter runter gestuft alles. Und das war dann schon irgendwie, ja, irgendwie ein spannendes und komisches Gefühl irgendwie in der Hinsicht, was da irgendwie war. Also, ja. Und dann stand man auch erstmal so vor der großen gähnenden Leere, was da, wie es jetzt weitergeht und so. Und musste auch nicht was tun. Und dann, klar, waren auch noch Pultschulungen bei mir geplant und alles mögliche. Und da hat dann mit ETC und High Insistence haben wir dann, die haben ja dann relativ schnell angefangen, diese Study Hall zu etablieren und so. Und da war ich da noch so ein bisschen beschäftigt, habe da Webinare mitgegeben und Workshops aufgenommen und alles mögliche und so. Das war dann schon irgendwie so die Beschäftigung, aber trotzdem stand man erstmal so da und jetzt. Also die Idee dafür bestand ja schon ganz lang. Und aber ich glaube, dieser harte Cut gab uns jetzt einfach die Zeit und die Möglichkeiten, diesen Verband zu gründen. Der ist total positiv angenommen worden, also von allen möglichen, auch großen, bekannten Menschen aus der Branche, innerhalb Deutschland, auch außerhalb. Also die Idee dahinter war ja, etwas mehr Struktur reinzubringen in diesen speziellen Bereich unserer Branche. Also es gibt ja den ISDV, super toll, machen einen ganz tollen Job, was die da erreicht haben in den Jahren und jetzt auch gerade mit der Politik zusammen da erreichen, ist ganz toll. Da wollten wir auch gar nicht hin. Also das war auch gar nicht die Idee vom VLLV. Da sehen wir uns eher als Kooperationspartner von denen und sind da irgendwie sehr engagiert und im Austausch. Aber beim VLLV ging es halt eben mehr um diese ganzen bewegenden Themen, die uns als Kreative beschäftigen, also auch Urheberrechtssachen. Also wem gehört das Recht am Showfile? Ich habe eine Show programmiert, die Show geht ein Jahr später nochmal auf Tour, geht wieder los. Aber ich bin gar nicht mehr als Operator mit dabei, aber die Leute fragen mich, ey, wir machen die Show nochmal, können wir nicht das Showfile haben? Was passiert da? Wie kann ich sowas berechnen? Das sind Themen, die uns beschäftigen. Dann natürlich die ganze Fort- und Weiterbildung mit den jungen Menschen. Es gibt tolle Sachen wie die HAW irgendwie in Hamburg und diese ganzen Hochschulen, wo es ja auch darum geht, wie kann man diesen doch ja auch klar umgerissenen Teilbereich unserer Branche, also nämlich das Operating und das Designen, das ja so auch klarer definieren, weil diese Fachkraft für Veranstaltungstechnik und so weiter ist zwar toll, dass es das gibt, aber das ist ja nur, ich sage, so ein globales Ding, das ist ja mehr der technische Teil, während wir uns ja mehr in diesem kreativen und diesem Mischbereich uns bewegen wollen, mit Fortbildung, auch die Etablierung des Berufsbild, dann natürlich auch Handlungsempfehlungen zum Thema Vergütung, wie ich schon angesprochen habe, und solche Sachen. Das sind so all die Themen, die wir dort ansprechen. Jetzt gerade, ich bin persönlich gerade dran, mich mit diesem Nebel-Haze-Thema ein bisschen mit beschäftigen. In den USA gibt es einen Hersteller, der so ein erstes Fluid zugelassen bekommen hat. Das ist eigentlich ein Hersteller, der normalerweise normale Nebelfluids macht. Und der hat ein antivirales
Mittel entwickelt, mit dem man wohl auch, man hat es wohl im Broadway schon getestet, ich bin gerade mit denen im Austausch, ich weiß jetzt nicht, inwiefern es, bis zu welchem Level es Haze verursacht oder mit dem man auch Haze darstellen kann. Aber das wäre natürlich so ein spannender Punkt, wo man gerade Sachen schauen kann, wie können wir das eigentlich jetzt wieder machen, weil das ist ja auch gerade so ein Thema, das immer sehr fraglich ist. Fernsehen, die eine Fernsehstation sagt, ja, ihr dürft Haze verwenden, die andere sagt nein, weil wir wissen es nicht, was Sache ist und so weiter. Und das sind eben so Themen, die uns da mit dem VLLV beschäftigen und auch alle möglichen Leute da irgendwie dazu motiviert haben, da mitzumachen. Das ist ja eine bunte Range. Am Anfang war es auch immer so das Ding, oh, da sind ja nur die ganzen alten Hasen mit dabei und da kann ich doch als Youngster gar nicht mit rein. Und nein, wir waren vielleicht die alten Hasen, die das gegründet haben, aber wir haben das gegründet, weil wir uns alle schon so lange kennen, weil wir die ganzen Problematiken auch sehen, die jungen Menschen haben. Und das ist genau der Punkt, wo wir sagen, hey, wir mussten uns da selber durchkämpfen all die Jahre und wir wollen euch jetzt die Möglichkeit geben, sich zu organisieren und gemeinsam da was schaffen, weil je mehr wir sind und je mehr Leute da aktiv sind, umso mehr können wir da eben auch erreichen. Siehe auch ja ISTV, was da erreicht worden ist. Das ging ja auch nur, weil man sich zusammengeschlossen hat. Oder jetzt auch der Gesamtzusammenschluss dieser Branchenverbände, wo wir uns auch mit dazu getan haben. Da kann man einfach mehr erreichen. Und wir sind so divers, wir werden es nie schaffen, unsere Branche komplett einen Verband hinzukriegen. Aber ich glaube, dass es durchaus möglich ist, mit diesen kleineren, diversen und spezialisierten Verbänden unter einem großen Dachverband da sehr viel zu erreichen. Das Design und auch das Operating bei diesen Geschichten ist ja vom Gunter Hecker. Und ich bin ja da so als Teil dieser Mannschaft oder von Gunter da mit dabei. Bei den Amis wird man es wahrscheinlich so den Lighting Director irgendwie eher nennen. Gunter programmiert ja auch ganz viel selber. Ich helfe ihm dann manchmal beim Programmieren, wenn er da nicht mehr weiterkommt oder macht das Pool-Setup für ihn, die ganzen technischen Einrichtungen. Oder er kommt dann mit einer Idee um die Ecke, sagt, oh, ich würde gerne das und das und das machen. Wie können wir das machen? Also da bin ich so mit dran. Aber Videolicht trifft es eigentlich schon sehr, sehr gut, weil Gunther, als auch ich und Peter Seifert und die ganzen Leute, die da so bei uns mit Q-Design da auch so mit dabei sind, sehen Video eigentlich nichts anderes als eine Lichtquelle. Klar ist das jetzt erstmal auch ein Bild, da kann ich mehr machen, aber im Endeffekt ist ja eine Lampe ist ein Pixel. Wenn man es mal nimmt, also ein normales Washlight oder ein Spotlight ist halt ein Pixel und da sind halt jetzt ganz viele Pixel nebeneinander. Und die kann man eben auch, hast du ja auch bei manchen Shows schon gesehen, so eine Videofläche muss nicht immer ein Realbild zeigen. Die kann man auch einfach nur mal als Farbfläche nehmen oder so irgendwas und die leuchten. Also bei den Fanta 4 zum Beispiel gerade mit den drei LED-Panels, die wir da mal hatten, die da auch ja, an der C1-Anlage verfahrbar waren und dann dieses Dach mal über die Leute gesetzt haben oder die Flächen hinter die Jungs gemacht hat, wo wir dann mit diesem Video-Feedback gearbeitet haben und Farben und so. Das sind schon so Sachen, eben das ist Videolichtding. Also das ist eigentlich es verschmilzt und das finde ich auch ganz, ganz wichtig, weil Video ist nichts anderes auch wie ein lichtgebendes Element, nur halt mit einer höheren Auflösung wie jetzt eine einzelne Lampe. Und das ist auch etwas, was ich beim Gunther immer sehr schön fand, dass er das eigentlich immer als Gesamtding gesehen hat. Also es war jetzt nicht die Videoabteilung und die Lichtabteilung, sondern wir müssen da gemeinsam arbeiten, um da einen Gesamtlook hinzukriegen und wo auch dann ganz, ganz viel da sehr intensiv gearbeitet wird. Bei den Fantasy ist natürlich mit Andy Y, der ja da total mit integriert ist. Da ist er dann nicht nur Bandmitglied, sondern er ist auch Kreativmitglied. Also er programmiert ja da in Quartz Composer immer die wildesten Plugins dafür und was weiß ich. Und da gab es halt auch, weiß ich noch, so einen wilden Farbchase, der auf diesem Würfel drauf zu sehen war und auf den LED-Flächen, der dann inspiriert war von einem durchlaufenden Farbrad. Und da hat man dann so auch geschaut, in welchen Reihenfolgen kommen denn die Farben da drauf bei den Moving Lights, die wir da genutzt hatten. Da gab es auch einen Farbeffekt, der hat immer den Komplementärfarbe zu dem, was wir mit dem Licht gemacht haben, hat er das Video komplementär dazu geschaltet. Das heißt, wir konnten mit Farben spielen und hatten immer automatisch den komplementären Farbgeschichte auf dem Videobild mit dazu. Und das hat natürlich einen total coolen Effekt gegeben und immer irgendwie harmonisch dazu gepasst. Das heißt, der Wechsel, wir mussten im Videobild gar nichts machen, weil das automatisch über dieses Plugin, was da lief, irgendwie gemacht worden ist. Und solche Sachen sind natürlich immer wieder faszinierend und spannend und auch das Schöne dran, weil das dazu als Zuschauer schaut man ja auch auf die Bühne und man sieht eins, man sieht ja nicht Video,
und man sieht nicht Licht und man hört was, sondern das sollte ja im besten Fall soll das ja aus einem Guss sein. Also dass du so dastehst und du hast nachher so dein Gesamtergebnis und dein Gesamterlebnis, was du halt mit nach Hause nimmst oder sagen kannst, boah, das war jetzt geil. Und manchmal ist es auch gar nicht wichtig, dann zu sagen, boah, da war der Sound super oder da war das dieses eine Lichtbild war super, sondern dieses Gesamterlebnis ist dann toll, wenn die Leute nach Hause gehen und haben da einfach irgendwie gesagt, boah, das Konzert hat mich jetzt geflasht und da gehört halt der Ton, der Licht, Video, die Performance vom Künstler natürlich alles mit dazu. Und wir als diese drei Gewerke können natürlich immer da unseren Teil dazu tun, diese Emotionen, diese Gefühle, die Idee, die der Künstler hat, da mit zu steuern, mit zu pushen und auch manchmal auch helfen, mit zu erzeugen. Weil das ist ja auch so ein Ding, also was man mit Licht und Video natürlich auch ganz viel machen kann. Ich finde ganz furchtbar, diese nur einfach stumpf, ich hänge rechts und links eine 16:9 Leinwand hin und mache den großen Fernseher. Das finde ich ganz, ganz furchtbar langweilig. Sieht man auch bei den ganzen Designs vom Gunther eigentlich nicht mehr. Klar, man braucht, wenn du in einem Stadion unterwegs bist oder in einer großen Arena, die Leute, die hinten sitzen, 60, 100 Meter weit weg sind, brauchen zwangsläufig irgendwie eine Möglichkeit, den Künstler oder wollen den Künstler ja auch groß sehen. Aber da gibt es ja auch kreative Möglichkeiten, das umzusetzen. Das heißt, allein schon, wenn man anfängt, eine 16:9 in eine 9:16 Wand zu machen, in Hochkant, so ein Porträt, das hat gleich einen ganz anderen Look, wie wenn man mal irgendwie diesen Fernseher rechts und links kennt, den man halt von zu Hause so kennt und dann dementsprechend, sei es da mit Overlays arbeitet, damit es nicht diese harte, eckige Wand ist, sondern da, das haben wir aber auf der einen Grönemeyer-Tour zum Beispiel gemacht, der hat immer ein Overlay drüber, um diese harten Kanten wegzunehmen. Also es war immer ganz zum Schluss als oberster Layer irgendeine Maske oben drüber, damit diese, wenn es dunkel ist, fällt es dann nicht mehr auf, dass das zwar eine rechteckige Fläche ist, aber die hatte dann so eine organische Struktur und damit brichst du das auch irgendwie gleich immer. Total schön, finde ich. Kinetik, klar, hilft natürlich da auch immer mit Räume zu schaffen, weil das ist ja eigentlich eins der wichtigsten Dinge, dass du dem Künstler Spielraum auf der Bühne ergibst. Und mit diesen kinetischen Geschichten hast du natürlich immer die Möglichkeit, den Raum zu verändern. Du kannst eine Bühne riesig groß machen, kannst eine Bühne klein machen, hast unterschiedliche Ebenen, wo du plötzlich komplett andere Looks einfach hinkriegst. Und das ist natürlich immer ein zusätzliches Spielzeug, wo du einfach ganz, ganz viel erreichen kannst. Und das merkst du dann auch immer plötzlich, wenn du dann in die Halle kommst, wo du dann irgendwie dir was überlegen musst, okay, jetzt haben wir nicht so viel Höhe, wie kriegen wir das denn da und da hin? Und dann siehst du zwar das Endbild, okay, da können wir die Wand nicht fahren oder das und das, da hängen wir es so gestaffelt hin. Dann denkst du, naja gut, dann ist das für das eine, dann passt es zwar, aber irgendwie ist es auch dann wiederum doof. Also das ist so, mit Kinetik kannst du natürlich ganz, ganz viel machen. Gerade bei den Fantis hatten wir ja auch ganz viel oder auch jetzt bei auf der letzten Grönemeyer-Tour der Propeller mit diesem LED-Panel, wo du plötzlich auch mal die Idee von Gunther war ja da auch, wo sitzen eigentlich auch ganz viele Leute? Also die sitzen ja auf den Rängen. Und diesen ganz schrägen Blickwinkel, der ist ja auch ganz komisch. Und da einfach mal diesen Propeller da zu machen, der so eine super Cinemascope-Seitenverhältnis hatte, den einfach mal auch querzustellen oder in so einen 45-Grad-Winkel, um den Menschen, die ganz vorne sitzen oder auch ganz hinten, mal eine ganz andere Perspektive in diese Bühne zu geben. Das ist natürlich auch so ein Mittel, wo man da total viel schöne und tolle Sachen irgendwie mitmachen kann. Chemical Brothers ist ein super Beispiel, also diese letzte Tour, völlig abgefahren mit diesen 3D-Geschichten, wo dann quasi diese gepixelmappten Lampen außen, also kommt diese helle Fläche fährt nach außen in diesen Tunnel drin und es geht die Lampe an und leuchtet und die Strahlen gehen von den Beamlampen, die um die Leinwand war, gehen einfach da weiterhin mit raus. Super Idee, ganz toll gemacht, also muss man echt sagen, wirklich ganz schön gemacht und ein Top-Beispiel dafür für Verschmelzung von Licht und Video. Also wo man wirklich sagt, das ist aus einem Guss und da schaust du hin, du hast ein Bild da auf der Bühne. Vielleicht gibt es ja irgendwann passende Techniken oder so irgendwelche Optionen, die uns dann auch das ermöglichen werden, wo ich dann weiß, okay, das Video ist so, das ist dann vielleicht halt nicht mit einem normalen Video möglich, aber wenn ich jetzt mit irgendwelchen Partikel-Render-Engines, die ja ganz klar definieren, ich habe eine Bewegungsachse, die geht so und so, und wenn ich dann im 3D-Raum auch meine Lampe positionieren kann und die quasi die Fortführung der Achse ist, dass es da vielleicht auch mal irgendwelche tollen Ideen und Entwicklungen gibt, da könnte ich mir durchaus vorstellen. Da sieht man jetzt ja auch schon, was jetzt irgendwie mit Unreal und mit diesen ganzen Geschichten ja alles passiert. Und da gibt es sicherlich irgendwann mal ein schlaues Gehirn, das da irgendwie das passende Plugin oder whatsoever irgendwie dafür dann auch kreieren kann, damit man solche Sachen nicht mehr nur jede Lampe einzeln von Hand da machen muss, sondern das dann auch
einem zumindest ein Vorschlag gegeben wird, den ich dann mit editieren kann oder so mit reinnehmen kann. Wir waren, glaube ich, die beteiligt oder haben die erste Live 3D Kinoübertragung gemacht, die es gab damals mit den Fantafiers. Und da wurde ja wirklich ein komplettes Konzert live als 3D-Geschichte in Kinos übertragen. Also das war, da waren wir schon so mal ein bisschen mit, das war ja so der erste Schritt in so eine Immersive-Geschichte und solchen Sachen. Wie es jetzt gerade aktuell ist, ich glaube, da ist jetzt gerade momentan da bei uns all unsere Künstler quasi ja gerade auch auf Eis gelegt sind und wir ja mehr oder Q-Design ja viel im Musikbereich halt macht, ist da jetzt erstmal, glaube ich, nicht so viel passiert. Also und mit dem Gunter haben wir da jetzt in der letzten Zeit auch nicht Großes drüber gesprochen, was man da machen könnte. Aber wie gesagt, aber die Ideen sind definitiv vorhanden und wir haben ja auch natürlich irgendwie bei manchen Sachen, wie jetzt bei dieser 3D-Geschichte, schon genutzt. Es gab auch schon eine Sache, was wir mal gemacht haben. Das ist noch, aber wie soll man sagen, die Analog-Variante noch davon. Das war auch auf der Fanta-4-Tour mit den Kreisen. Da gab es ein Bild, da waren die Kreise ganz nach unten gefahren, die Bühne war dadurch verschlossen und die Fantas standen innen drin um eine 360-Grad-Kamera rum. Also diese Eglens, glaube ich, oder so irgendwas, die natürlich erstmal ein rundes Bild liefert. Das haben wir dann in Live, in Echtzeit entzerrt und dann auf diesen Kreis draußen wieder auf die LED-Flächen wieder mit draufgelegt. Und das war natürlich auch so plötzlich so eine komplette Verschiebung der Ebene, also aber noch auf einer analogen Art und Weise, wo du plötzlich den Raum, der innen drin ist, nach außen gelegt hast und eigentlich ein Bild geschaffen hast, das so erstmal ja gar nicht da ist, weil die Jungs standen ja im Kreis und waren dann, du hast dieses Bild ja so dadurch dieses Ding genommen und hast es so nach außen gestülpt wiederum. Also das war ja auch so, das war so die analoge Variante noch ein bisschen von diesen Räumen erzeugen und verschieben. Und ich glaube, dass da durchaus wahrscheinlich in nächster Zeit sich auch nochmal was tun wird irgendwie, wo man mehr mit diesen Sachen spielen kann und wo man mit diesen auch gerade im bei den DJs gibt es ja ganz viele tolle Beispiele, wo mit 3D-Projektionen oder halt entsprechend produzierten Content gearbeitet wird. Und ich glaube, da wird immer mehr kommen. Für mich ist ein Konzert eben auch, ich stehe da und ich will den sehen. Und manchmal ist der halt auch weit weg, der Mensch. Ich will dann nicht diese Brille aufgesetzt, weil dann kann ich auch zu Hause bleiben. Weißt du, weil dieses Erlebnis kriege ich auch zu Hause. Das kann man vielleicht, da wird es garantiert Leute geben, die da eine zusätzliche Einnahmequelle draus sehen, dass man dieses Konzert in 3D noch irgendjemand nach Hause schickt und der sich die Brille aufsetzt. Aber für mich wäre das jetzt persönlich nichts. Also ich will auf ein Konzert gehen, ich will mir dann halb lauwarmes Bier holen, ein überteuertes oder so irgendwas und dieses Konzert genießen. Und das ist halt, der Martin Heining hat es neulich mal so schön gesagt irgendwie, was ihm am meisten fehlt, ist so am Ende des Konzertes, wenn das Licht wieder angeht, in die glücklichen Gesichter von diesen Menschen zu gucken und die dann an einem vorbeilaufen und wo, da gibt es manchmal für ihn mehr Gänsehaut wie während dieser konzentrierten Phase des Konzerts, sondern wenn man dann so, man kennt es ja selber, man hat sich da konzentriert jetzt 2 Stunden auf diese Show und so und dann ist sie vorbei, Saallicht geht an und du hast den Laden gerockt, die Band hat vielleicht den super Show gespielt und es hat alles irgendwie so gepasst, dann stehst du ja manchmal da und denkst manchmal, boah, das war jetzt echt geil und dann guckst du dir diese Leute an und die sich freuen, die irgendwie eine geile Zeit hatten und manche kommen auch und bedanken sich. Also es gibt ja auch und sagen, boah, Hammer-Show, weil sie natürlich auch schon wissen, okay, die Leute, die da stehen, die machen da irgendwas. Ob die dann wissen, wer jetzt da Licht und wer Ton und wer Video gemacht hat, das ist ja immer zweitrangig. Aber sie wissen, dass die ein Teil davon sind und das sind schon so Momente, die dann irgendwie auch geil sind. Und das kann dir niemand zu Hause geben, wenn du mit irgendeiner 3D-Brille auf dem Sofa sitzt. Also sorry, das... Also dafür gehe ich nicht auf ein Konzert. Genau, es gab ja auch schon die alle möglichen Sachen, wo auch super gut gemacht war, bei Fortnite und so, diese Konzerte, diese virtuellen Geschichten, was da passiert ist. Hammer, also vom Technischen, wow, also ganz, ganz toll gemacht und super cool und auch, ich kenne das ja auch von einigen Kollegen, irgendwie der Markus Kalwinski und so, was die bei Ambien auch so da gemacht haben mit virtuellem Licht und diese Mischung oder auch was bei Wacken gelaufen ist, also in diesen hybriden Geschichten, wo es eine Mischung aus realem Licht und nachher dann in Unreal dem virtuellen Licht und so, da gibt es sicherlich ganz tolle Sachen und die sind auch sicherlich, aber ich sehe die immer als zusätzliches Moment zu diesem wirklichen echten Erlebnis.
Und momentan, klar, natürlich halt, weil wir uns nicht echt treffen können, die einzige Option manchmal was zu machen und dadurch sicherlich auch sehr schnell gepusht und nach vorne gebracht. Also gerade diese Woodkid-Geschichte, irgendwie die Dominik und die Jungs da von Berg gemacht haben, irgendwie super cooles Ding auch. Also aber auch da war ja klar, das ist, konnte ja auch nicht komplett live gemacht werden. Und das ist ja auch so ein Live-Erlebnis, ist ja auch immer, wie kriegt man da sowas dann hin? Also das Live-Erlebnis lebt ja davon, auch manchmal von Spontanität und von dieser Energie, die genau in just diesem einen Moment halt irgendwann da ist. Und da bin ich gespannt, wo die Reise hingehen wird. Die Pulte, die können alle, der eine kann das besser, der andere kann das besser, aber am Schluss und am Ende vom Tag kommt da DMX Streaming, SEN oder Artnet raus. Und das ist alles kein Hexenwerk, was da steht. Und wenn ich weiß, wie mein Produkt funktioniert, dann kann ich auf allen Pulten eine tolle Show machen. Ich habe auch mit Toto Bröcking zusammen Bibi und Tina gemacht. Da habe ich auf einer Grandma 2 gearbeitet und die Medienserver damit gemacht, weil die Show halt schon verlangt hatte. Die war aufgesetzt, es war fertig. Der Toto ist ein totaler MA-Mann. Der hat aber auch schon Shows auf einer Hop gedrückt. Also der kann, das geht genauso. Das ist überhaupt kein Problem. Das Wichtige ist, gerade im Musikbereich, ist, dass du eher fühlst, was du tust, dass du in Time bist, dass du zur richtigen Zeit den richtigen Knopf drückst. Und wenn ich den zur falschen Zeit, egal auf welchen Pult drücke, dann ist der Cue einfach versemmelt. Und das ist eigentlich egal. Und ich bin bei der Hock geblieben, weil ich denke, man kann nur ein Produkt richtig, richtig gut aus dem FF können. Das heißt, wenn ich in eine Stresssituation komme, weil irgendwas nicht rund läuft, und das kann bei allen Pulten passieren, dann muss ich wissen, was ich tue. Dann muss ich meinen Weg drumherum finden können. Sei der Stress, weil irgendeine Technik nicht funktioniert, sei der Stress, weil die Zeit knapp ist, weil es ein stressiger Kunde ist oder wie auch immer, und dadurch, und weil ich mit diesem Pult angefangen habe, da vertraut bin, das kenne und weiß, wie es geht, bin ich dabei geblieben. Und zum einen, weil ich diesen Weg, wie die Hock denkt oder wie man das da macht, für mich der Weg war, der für mich einfach immer am persönlich passendsten war und für mich auch am schnellsten war. Wenn ich mit einem leeren Pult irgendwo hinkomme, dann kann ich auf einer Hock irgendwie innerhalb ganz kurzer Zeit eine fertige Show damit drauf haben und loslegen. Wenn ich das bei einer leeren MA mache und habe nicht meine Startshow, was die meisten dann natürlich haben, aber wenn man wirklich mal ein leeres Pult hat und so muss von vorne anfangen, habe ich den Eindruck, das ist sicherlich auch anders geworden, aber so viele Sachen sind irgendwie da. Direkt muss, finde ich, dass ein Pult es direkt können sollte. Also ich möchte nicht ein Makro aufrufen müssen, um mir eine Odd-Even-Selection zu machen. Ich will eine Taste haben, die Odd-Even macht. Also so ganz Basic-Geschichten. Das sind so Kleinigkeiten, die halt so dieser schnelle Weg irgendwie. Auf der einen Seite, klar, auch ein gutes Beispiel sind Real-World-Parameter. Engelchen und Teufelchen ist auch bei mir auf meinen Schultern. Real-World-Parameter. Auf der einen Seite total super cool, weil mir als User ein Wert gegeben wird, den ich direkt verstehe. Also wenn ich sage 90 Grad Tilt, dann weiß ich, die Lampe schaut so raus und nicht irgendwie 34% oder DMX-Wert 28.200 irgendwas oder sowas. Das sind so Sachen, die mir helfen. Die helfen natürlich auch dann beim Austausch von Lampen. Wenn ich meine Show, wenn ich gerade nur mit dem Pult unterwegs bin und gehe von einem Venue zum anderen, wo ich einen Hausrig habe, das ganz einfach mir Zeit spart oder von Festival zu Festival. Und das sind so Sachen, ich sage deswegen Engelchen und Teufelchen, weil Engelchen, weil es total super ist, Teufelchen, weil es die Library-Erstellung und das Leben ganz schwer macht, weil man da halt sehr genau auf die Libraries gucken muss, dass diese Werte und so weiter stimmen. Aber das waren immer so für mich so Sachen, die da total klar waren und einfach waren, und die Geschwindigkeit. Und was für mich immer noch mit dazu kommt, ist so ein haptisches Ding. Also ich bin ja so ein Mensch, der arbeitet gern viel so mit den Fingern, also weil ich ganz viel von Hand mache. Und da fand ich immer die Mechanik einer Hock angenehmer im Vergleich zu den Mitbewerbern. Also das war auch so ein entscheidender Faktor. Oder auch hier eine echte Flash-Taste. Also es ist einfach was anderes, wenn man viel von Hand drückt, so wie ich das halt mache, wie wenn ich so eine Computertastatur irgendwie drücke, weil da habe ich nicht diesen Druckpunkt, weil da weiß ich haargenau, da spüre ich diesen Widerstand, ich weiß ganz genau aus der Erfahrung, wann ich da drücke.
Und das war zum Beispiel bei mir, bei der Grandmal 2 so ein Punkt, sind für mich keine Flash-Tasten. Auch wenn ich da lang irgendwie mit den Fingern irgendwie Fades mache, irgendwie, da habe ich nach 20 Minuten, eine halbe Stunde, habe ich da Fingerkrämpfe, weil es einfach diese Fader schwergängiger sind im Vergleich zu dem zu der Hock. Also das sind so, aber das sind so alles persönliche Sachen. Deswegen ist das eine nicht ein schlechteres Pult wie das andere, sondern ist für mich persönlich aufgrund dieser Punkte halt besser geeignet. Genauso wie der eine lieber Audi fährt und der andere lieber BMW und der dritte Mercedes fährt. Aber von A nach B kommen tust du mit den Autos alle mehr oder minder gleich schnell. 314, 315 hat vieles gebracht. Auch langjährige gehegte Wünsche und Feature-Requests, die da sind. Mit der 314 kam ja auch ein bisschen neue Hardware raus und auch ein doch sehr monumentaler Wechsel in der Denkweise. Also die Hock hat ja sonst immer sehr alles immer auf die DPs, also auf diese Prozessoren gemacht gehabt, die immer klar 16 Universes waren pro DP. Da gab es einen ganz großen Wechsel. Also es gibt jetzt einfach eine lineare Universe-Geschichte und du kannst ein Universe einfach dann, weißt du dann auf den Prozessoren den Outputs dementsprechend zu, was das Leben natürlich grundsätzlich erstmal vereinfacht. Das war schon ein Request, der sehr, sehr lange lief. Diese DP war ja so eine historische Geschichte, die aus der Hock 3 noch kam. Da hat man ja wahrscheinlich auch nie gedacht, dass man irgendwie mal mehr wie 4-5 DPs braucht. Also damals war ja ein DP 2000, hatte 4 DMX-Outputs. Dann kam der DP 8000 schon mal mit 16. Wer hätte denn gedacht, dass wir heutzutage Shows mit 100 oder mehr Universes haben? Das ging ja alles einher, so mit der ganzen Pixel-LED-Geschichte und Scriptlights mit was weiß ich wie viel Zellen und Einzelpixel-Ansteuerung und Strobos, die was weiß ich alles können. Also so ein JDC One von GLP oder so irgendwas, wo man dann mit einer Lampe schon mal mit 68 Kanälen beschäftigt ist und glaube nachher, wenn ich es im größten Modus habe, ich dann glaube ich 24 Geräte auf dem Pult gepatcht oder 25 oder so irgendwas insgesamt. Dadurch war es einfach zwangsläufig notwendig, dass man da jetzt mal da dran geht und diese Änderung reinbringt, also diese lineare DMX oder weg von diesem DMX Output-basierten Patchen auf ein lineares Universe und dann einen Zwischenschritt quasi im Endeffekt einfügt, dass man dann nachher diese Universes den einzelnen Outputs zuweisen kann, hat eben die Möglichkeit, dass man ein Universe viel einfacher auf die einzelnen Ausgänge zuweisen kann, sei es jetzt ein Hardwired 5-Pin oder Streaming ACN ArtNet oder auf mehrere Universes gleichzeitig und so weiter. Das war eines der großen Geschichten. 314 hatte noch irgendwie diese Geschichte eben, dass jetzt OSC und MIDI auch ohne Dongle und ohne Hardware funktionieren kann. Das war auch so ein lang gehegter Wunsch, auch seitens von der Sarah Clausen vom Produktmanagement, die einfach so wie ich sage, hey, wir müssen die jungen Menschen auch da rankriegen können, die sich nicht gerade eine Hardware direkt leisten können, dass du mir da einfach irgendwie so jeglichen MIDI-Controller irgendwie da nehmen kannst und den ans Pult hängen kannst und den dann da als Wing nutzen kannst. Es gibt ja auch so MIDI-Craft und solche Sachen, wo es halt echt viele tolle Produkte gibt, die zur MIDI-Steuerung gehen, wo man sich dann auch gerade coole Travel-Kits bauen kann. Gerade wenn man jetzt schon schaut, irgendwie so eine HPU, was ja herausgekommen ist, 2HE und da kommen 64 Universes irgendwie raus und das kann ich toll in meinem Handgepäck mitnehmen, wenn ich da ein passendes MIDI-Wing mehr ranhänge oder mit OSC mehr irgendwas machen kann, dann ist es natürlich super oder auch mit Hock-PC zum Ausprobieren oder so, dass da eben diese Sperre weggefallen ist in 314 und dann mit 315 jetzt eben dieser MIDI-Teil nochmal weiter überarbeitet worden war, dass ich eben, wie es viele andere Pulte schon lange können, irgendwie diese freie, komplett freie MIDI-Mappbarkeit eben machen kann, dass ich irgendwas sagen kann. Weil klar, wir haben ja hier so einen MIDI-Controller, der hat hier Controller, der hat MIDI-Noten auf den Tasten und so weiter. Der hier kann jetzt das komplett frei mappen. Also das heißt, da habe ich eine Software, da kann ich klar zuweisen, welcher MIDI-Controller auf welchen Drehregler drauf liegt, welche Note wo drauf liegt. Aber es gibt auch viele, wo das nicht so ist. Wo ich quasi mit diesem MIDI-Controller habe oder aufgrund, weil es von der Showstruktur so ist, weil, keine Ahnung, weil die Game Engine eine ganz spezielle Note rausschickt, eine MIDI-Note rausschickt und mich möchte halt immer einen ganz speziellen Event im Pult auslösen damit,
Und da gibt es jetzt eben diese komplett freie MIDI-Mappbarkeit, wo ich eben jede Taste auf dem Pult, jede Funktion auf dem Pult auf irgendeinen freien MIDI-Kanal zuweisen kann, so wie ich den haben möchte. Und dann in 3.15 auch noch dazugekommen war, auch noch so ein lang gehegter Wunsch. Das ist Effects-Tab. Also das heißt, wenn ich einen Effekt programmiert habe und ich habe eine gewisse Geschwindigkeit, bisher konnte ich das ja nur für Chaser machen, dass ich meine Geschwindigkeit tappen kann und dadurch live anpassen kann. Und das geht jetzt eben auch für Effekte. Das heißt, wenn ich mit einem Effekt irgendeinen Circle oder einen Chaser oder irgendwas Lauflicht programmiert habe, dass ich da eben diese Effektgeschwindigkeiten eben auch tappen kann. Das war auch ein Request, der schon viele, viele Jahre da war von den Usern und der jetzt auch endlich umgesetzt worden ist, was ich auch sicherlich auch auf Grund einer neuen, ja, man merkt so eine neue Struktur, neues Denken. Man hat so mit ETC auch nochmal einen neuen Spirit damit reingebracht und die Sarah, die macht da einen super Job da als Produktmanagerin und hört da wirklich sehr, was da passiert. Da merkt man halt, dass es jetzt wirklich Leute gibt, die halt für einen Job da sind. Also das war so früher ein bisschen noch so unter den Barcode-Zeiten leider nicht so. Da hat man so ein bisschen gemerkt, da muss der Entwickler gleichzeitig noch den Produktmanager mitmachen. Das finde ich dann immer, du kannst halt eins nur immer richtig machen. Das merkt man dann ja, diese Veränderung, die merke ich jetzt als User, als Alpha- und Beta-Tester schon total, dass da jetzt richtig da irgendwie toll nach was nach vorne geht. Und deshalb bin ich auch gespannt, was so in der Zukunft kommt. Und naja, so viel sagen darf ich noch nicht, aber wir haben da noch einiges zu erwarten.